Wir haben die Information informell, dass Pierre Maudet nicht zurücktritt. Aber jetzt hören wir gerade der Parteipräsidentin selber zu. Also einfach zur Erklärung. Ich werde zuerst die Erklärungen auf Deutsch machen, den Point de Presse. Dann Philipp Bauer als Sprecher der der lateinischen Nationalräte und Ständeräte unserer Fraktion auf Französisch. Und danach stehen wir Ihnen auch noch für Fragen zur Verfügung. Aber bitte lassen Sie uns zuerst unsere Erklärungen entsprechend abgeben. Also heute hat der Parteivorstand außerordentlich getagt. Es waren neben den Vorstandsmitgliedern auch Staatsrat Pierre Maudet anwesend, obwohl er ja gestern öffentlich bekannt gegeben hat, dass er nicht kommen möchte. Er war heute aber anwesend. Zusätzlich war auch Alexandre de Senaclan, der Kantonalparteipräsident von Genf, anwesend und Philipp Bauer nicht als Vorstandsmitglied, aber als Sprecher der lateinischen Fraktion der lateinischen Gruppe unserer Fraktion. Staatsrat Pierre Maudet stand unseren Fragen zur Rede und Antwort. Wir konnten danach auch eine gute Diskussion führen. Und Kantonalparteipräsident de Senaclan hat uns dann vor allem auch noch die Situation in Genf erklärt. Und nach dieser Diskussion, nach dieser Zeit, die wir zusammen verbracht haben, musste der Parteivorstand der FDP Schweiz feststellen, dass das Vertrauensverhältnis zur Person Pierre Maudet nicht wiederhergestellt werden konnte. Er hat auch von seiner Seite aktiv nichts dazu beigetragen. Was ich aber auch noch festhalten will, ist, wir haben eine politische Diskussion geführt und auch eine politische Wertung vorgenommen. Es geht also da nicht um eine juristische Aussage, weil Sie wissen, dass es ist ein Strafverfahren am Laufen, aber da ist selbstverständlich, dass die Unschuldsvermutung gilt. Aber dann nach der Diskussion hat der Vorstand beschlossen, einstimmig beschlossen, dass wir Staatsrat Pierre Maudet zum Rücktritt auffordern. Das vor allem wirklich auch, weil das Vertrauensverhältnis nicht mehr wiederhergestellt werden konnte. Und Pierre Maudet hat in seinem Verhalten auch in den letzten Wochen, auch vor allem in den letzten Tagen, gezeigt, dass er nicht für die Werte der FDP einsteht. Und das ist natürlich auch das, was uns politisch stört. Jetzt gebe ich aber das Wort gerne weiter an meinen Kollegen Philipp Bauer. Oui, merci, Madame. Parce que vous avez tous compris et entendu ce qui s'est dit. Alors effectivement, donc, le comité directeur du parti a tenu aujourd'hui cette séance extraordinaire à laquelle étaient présents, en plus des membres du comité, le président du Parti libéral radical de Genève, Alexandre de Senaclan, et puis, contrairement à ce qu'il nous avait laissé entendre, le conseiller d'État Pierre Maudet. J'ai aussi eu la chance de participer à cette séance en tant que représentant des parlementaires latins. Pierre Maudet a répondu à nos différentes questions qui lui ont été posées et de son côté, Alexandre de Senaclan nous a aussi expliqué la position du Parti libéral radical de Genève et sa dernière prise de position de ce matin. Et à la suite de cette séance, le comité directeur du Parti libéral radical suisse a constaté que finalement Pierre Maudet n'avait pas apporté d'éléments nouveaux qui auraient été susceptibles de restaurer la confiance que le PLR suisse estime devoir avoir envers ses élus. Et aujourd'hui, Pierre Maudet n'a pas non plus contribué très activement à restaurer cette confiance. Pour être parfaitement clair, puis c'est une question qui viendra, les réflexions ont été des réflexions de confiance politique et pas juridique, puisqu'il y a la procédure pénale qui est en cours, et d'après ce que nous savons aussi, quelques investigations au niveau administratif, au niveau fiscal. Et au vu de tous ces éléments, le comité directeur a pris à l'unanimité la décision de demander à Pierre Maudet sa démission, partant du principe qu'il n'avait plus la confiance du PLR suisse et que le comité directeur ne voit pas non plus comment cette confiance pourrait être restaurée dans un bref avenir, puisque c'est ça qui est aussi important, c'est que les institutions, aussi bien cantonales que malgré tout nationales, voire aussi même le PLR genevois, puissent fonctionner et que chacun puisse exercer sa tâche, ses tâches, dans les conditions les meilleures pour notre population.
Quels sont les éléments qui vous ont décidé à demander la démission de Pierre Modet? Bien, comme je l'ai dit, les éléments qui ont été apportés aujourd'hui n'ont pas permis de restaurer cette confiance qui avait déjà été très amoindrie par le fait de ce mensonge que Pierre Modet a lui-même qualifié de politiquement grave aujourd'hui. Et vous croyez vraiment qu'il va démissionner aujourd'hui? Alors la décision lui appartient, il appartiendra. Si il ne la prend pas, l'étape suivante, puisque j'imagine que ça sera la question suivante, c'est la conférence des présidents au début de l'année prochaine, le 11 janvier, qui se saisira du dossier pour décider des suites à lui donner. Erlauben Ihnen eine Präsidentenkonferenz auch dann anzusetzen, wenn es die Umstände erfordern, also eigentlich schon heute Abend oder morgen. Warum wollen Sie bis nächstes Jahr warten, um diesen wichtigen Schritt vorzunehmen? Also ich meine, Sie implizieren damit, dass er sich sowieso nicht bewegen wird. Ich gehe jetzt zuerst einmal davon aus, dass es ist ein starkes Votum, wenn der Vorstand der FDP Schweiz einstimmig beschließt, ihn zum Rücktritt aufzufordern. Ich habe ihm das auch bereits telefonisch mitgeteilt. Und ich glaube, zuerst müssen wir mal abwarten, wie er reagiert. Und dann der nächste Schritt ist dann die Parteipräsidentenkonferenz, falls es soweit kommen muss. Aber die ordentliche Parteipräsidentenkonferenz ist am 11. Januar geplant. Stichwort Parteiausschluss. Der Beschluss heute ging so weit, dass wir gesagt haben, wir fordern ihn zum Rücktritt auf und das Weitere werden wir dann sehen. Hat er Ihnen heute den Eindruck gemacht, dass er offen ist für die Argumente des Vorstandes? Uns hat er diesen Eindruck nicht gemacht. Wie kommen Sie dazu, dass er sich jetzt bewegen wird? Weil es ist ein starkes Zeichen, wenn Sie einen einstimmigen Beschluss eines nationalen Vorstandes erhalten. Wie er diesen aufnehmen wird, das werden wir sehen. Das muss er dann beurteilen und entsprechend weiter. Also was ich nicht machen werde, ist, ich werde mich nicht zur Diskussion, die wir geführt haben, en Detail äußern. Das kann ich nicht machen. Inwiefern sind Sie heute einen Schritt weiter, auch bezüglich des Images der FDP? Also ich glaube, so wie Pierre Modet aufgetreten ist, oder, er hat die Werte der FDP Schweiz nicht toleriert, er hat sie getreten, mit Füßen getreten. Ich glaube auch, dass sein Verhalten der FDP schadet sei, das in Genf, unterdessen auch national. Und deshalb auch der klare Aufruf von ihm, er solle zurücktreten. Ja, also ich meine, ich bin natürlich über diese Situation überhaupt nicht erfreut. Ich verstehe auch sein Verhalten nicht. Ich habe das aber auch schon vor 2 Monaten bekannt gegeben. Daran hat sich nichts geändert. Sein Verhalten in den letzten Tagen hat auch nichts dazu beigetragen, überhaupt nichts dazu beigetragen, dass ich meine Meinung in irgendeiner Art hätte revidieren können. Sie haben kein Vertrauen in Pierre Modet. Haben Sie Vertrauen in der Genfer Sektion, dass die nächsten Schritte richtig sind? Ja, ich kann da nur für die FDP Schweiz sprechen, nicht für die FDP Genf. Ich glaube aber, das Zeichen, das wir heute mit diesem einstimmigen Vorstandsbeschluss aussenden, ein klares Zeichen ist. Nous avons appris que Pierre Modet a refusé de signer une déclaration sur l'honneur. Comment est-ce que vous interprétez ce refus? Ich werde mich nicht zu Details äußern, wie heute auch die Sitzung abgelaufen ist. Aber ich glaube, Pierre Modet hat heute nichts aktiv dazu beigetragen, dass das Vertrauensverhältnis irgendwie wieder hätte aufgebaut werden können. C'est le refus de signer cette déclaration qui vous fait dire que il n'a pas participé activement à votre séance. Also es war das gesamte Verhalten während der ganzen Sitzung, auch wie er unsere Fragen beantwortet hat, wie wir mit ihm kommunizieren konnten. Er hat zu allem Stellung genommen, aber ich glaube, es ist dann wirklich eine Aussage aufgrund der gesamten Sitzung, die dann den Vorstand zu diesem einstimmigen Beschluss hat kommen lassen. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass eine Ethika sicher nicht vor 11. Januar eingesetzt werden wird, als Das werden wir sehen, aber wir haben natürlich nächste Woche noch die Bundesratswahlen, dann ist die Session zu Ende, dann sind alle Gedanken in den Feiertagen, also schon nur deshalb wird es natürlich schwierig, aber das weitere Vorgehen werden wir dann sehen. Aber einfach der nächste Schritt ist mal die offizielle PPK am 11. Januar. Wenn wir vorgängig müssten handeln, dann werden wir das dann im entsprechenden Zeitpunkt beurteilen. Ich bitte Sie aber auch darum, entsprechend zur Kenntnis zu nehmen, dass Pierre Modet diesen Beschluss jetzt heute Abend erfahren hat, oder? Das heißt, er muss diesen auch zuerst einmal zur Kenntnis nehmen und dann werden wir dann sehen, wie er darauf reagiert.
Est-ce que le 11 janvier, la conférence des présidents peut imposer la démission de M. Modet? Est-ce qu'elle peut le forcer à démissionner? Non, non. Je crois que nos institutions sont faites de telle manière que, de la même manière que vous l'avez tous et toutes écrit et dit pour le Conseil fédéral, finalement, c'est le conseiller d'État qui prend sa décision. Donc nous n'avons aucun moyen pour le contraindre à démissionner. Par contre, nous pouvons prendre des décisions au niveau du Parti libéral radical, de son appartenance au Parti libéral radical, par exemple. Sie sagen, Pierre Modet habe die Werte der FDP mit Füßen getreten. Sie geben ihm jetzt aber über einen Monat Zeit, um sich zum Ausgang zu bequemen. Wie hat er diese Gnadenfrist verdient? Es ist nicht terminiert, oder? Die Aufforderung zum Rücktritt, die ist per heute beschlossen worden. Und entsprechend, schauen Sie, wir haben nicht die Mittel in den Händen, um etwas aktiv jetzt vorzunehmen. Aber wenn ich jemanden auffordere zum Rücktritt, dann ist das per se natürlich per sofort, weil das ist eben genau nicht terminiert. Haben Sie Lücken oder Probleme bei den Statuten der FDP Schweiz oder der FDP Genf festgestellt in diesem Prozess? Je crois pas. Je crois que le système politique suisse tel qu'il est constitué ne prévoit pas que les partis puissent démissionner un de leurs élus. Certains cantons connaissent ces possibilités. Vous vous souviendrez par exemple qu'à Neuchâtel, nous avons introduit dans la Constitution, puis dans la législation neuchâteloise, des possibilités pour le Parlement, avec des règles particulièrement strictes, de entre guillemets, démissionner un élu qui ne serait plus apte à remplir sa fonction, aussi bien suite à des problèmes de santé que dans le cadre de problèmes peut-être comme ceux qu'on rencontre aujourd'hui. Was ist Ihre Priorität, dass Herr Modet démissioniert als Staatsrat oder als Mitglied der FDP? Wir haben heute den Beschluss gefasst, dass er, dass er als Staatsrat zurücktreten soll. Und das ist natürlich dann auch der Beschluss und ganz klar unsere Bitte und auch unsere Aufforderung an ihn. Ich möchte ganz kurz auf Französisch nochmal das Statement zum Parteiausschluss haben. En français, vous pouvez excuser Pierre Modet du Parti radical. Alors, donc la suite de l'évolution, maintenant Pierre Modet doit prendre ses responsabilités, j'espère qu'il les prendra. Ensuite, l'étape suivante sera. Das wären die Statements von der FDP-Spitze, die nicht sehr erhellend sind. Also man hat den Beschluss gefasst, man ist überhaupt nicht happy mit dem Pierre Modet, wenn nicht sogar hässig. Also klare Worte von der Parteipräsidentin Petra Gössi, aber in der Hand hat man nicht wirklich etwas. Und wie man vernimmt, weigert sich der Pierre Modet zurückzutreten. Die Paz-Situation bleibt jetzt erhalten, wahrscheinlich bis mindestens in Januar rein, weil Bundesratswahlsession und Viertig sowieso dazwischen ziehen, so wie es Petra Gössi formuliert hat, und man dann so quasi mal weiter schaut. Aber eine unangenehme Situation verbleibt für die FDP.